Banges Warten am Flughafen Hamburg. Weil sich Klimaaktivisten auf der Rollbahn festgeklebt haben, fallen hier bis zum Mittag Dutzende Flüge aus. Schnell ist das Gebäude voller Reisender. Die Aktivisten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation kletterten am frühen Morgen über den Zaun. Mehrere hatten Fahrräder dabei. Der Flugbetrieb muss für 4 Stunden eingestellt werden, bis die Aktivisten vom Rollfeld gelöst sind. Die Passagiere zeigen wenig Verständnis. Wofür haben wir Zoll, wofür haben wir Polizei, wofür bezahlen wir überhaupt Steuern hier? Also im Moment ist die Urlaubsstimmung eher nach unten praktisch. Aber es soll ja schon wieder jetzt vorwärts gehen. Und wir hoffen, dass wir ganz schnell jetzt ins Flugzeug kommen. Also ich habe auch Verständnis, man muss mehr für die Umwelt tun. Aber hier sind Leute, die ein Jahr lang auf ihren Urlaub gewartet haben und auch teilweise unter finanziellen Entbehrungen und stehen jetzt hier und werden verprellt. Wie viele Passagiere von der Blockade betroffen waren, konnte der Flughafen nicht sagen. Demnach mussten 28 Flüge und 22 Ankünfte annulliert werden.